Ja, hallo, herzlich willkommen, du Formel 1 2031. Eigentlich Hier gar nicht auch so mit den blöd ganzen. und mag. Was? Oh, sorry. Im Voll in Rennen deine soll es Anmoderation regnen. reingeredet. Alter, ich hab. Was? Ich hab doch jetzt Im gerade die Rennen soll es Anmoderation regnen. gemacht. Was Ja, redest du? okay, mach nochmal. Nee, nee, Können wir jetzt. das nochmal Okay, wiederholen? Ich okay. hab keinen Bock auf Regen, Leute. Im Rennen soll es regnen. Fuck, was Aber bin ich da denn seht ihr jetzt mal, hier? dass ich euch nicht bescheiße. Ich hab hier alles auf Real gestellt. Locker hast du das auf Regen gestellt, ey. Ja, deswegen ist das Applaus Qualifying für Daniel. komplett richtig. Dann stelle ich mal auf maximalen Ich kann mir Abtrieb. so einstellen. Maximaler Abtrieb. Das ist, glaube ich, nicht so cool, aber das nehme ich nicht. Ich werde einfach mal ins drin und gucke, was passiert. Ja, ich glaube, ich auch. Das vom Re das trocken oder was? Ja, das Ja. Standardgerät. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Hä, Geht der, sowieso warte mal, schief das gehen. Standardgerät oder das aus dem Workshop, was du Ja, hast? also einfach eine Voreingestellung nehme So. ich hier ausgewogen. Oh, er ist voll arrogant, er hat einfach sein eigenes. Ja, das aus Nee. dem Steam Workshop. Habe ich. Oder wie Das meinst du? eine. So, ich stelle das hier noch ein. So, Wehrlein ist Warte. auch schon hart am Start da Warte jetzt nochmal, vorne. wenn ich den Vorderflügel runterstelle. Habe ich dann krassere oder schlechtere? Ich stelle sie hier selber ein. Wenn du ihn Steht er runterstellst, doch. kannst du Ach, schneller fahren. Wenn du scheißegal, ich fahr hochstellst, jetzt. hast du mehr Traktion. Dann hebst du ab. Ich halt ihn am Boden. Nee, ich glaube, ich mache einen Alles nach rechts. blass und grau. Bis Lilo, Lange junge Männer nicht Racing geflogen. fährt raus. Wie Wupp, wupp, ein wupp. Astronaut. Ich heb ab. Ja, kann man auch Oh, mit oh, da Lila kommt eine fahren. KI, da kommt eine KI, da kommt eine KI. Nein, nein, nein. Oh Oh, das reicht. shit. Das reicht, das Oh reicht. shit, ich bin knapp dahinter. Fuck it. Mann, wieso haben wir denn so viel Regen im Easy. Rennen? Eine KI muss ich glaube ich überholen, die andere ist gerade vorne mich rein. Wenn ich das richtig sehe. Ah, close. Oh shit, ey. Einen muss ich überholen. Wer ist das denn? Wer war das, Daniel? Gutierrez, glaube ich. Also auch noch langsam. Also, wenn du keine Mod drin hast oder so. Ja, hab ich nicht. Look at this. Look at my horse. My horse is amazing. Give it away. Aber jetzt den Text noch könnte, ne? Ja, Mann. Nach My Horse is Amazing kommt, give it a lick. Aber dann weiß ich We es taste nicht. like raisins. Hauptsache, ich stehe mit Marc letztens am Hegertor an der Ampel, ach, am Hasetor. Und er fängt einfach übelst an, da rumzudancen auf seiner Maschine. Ich denke so, alles klar. Ich muss mir sowieso manchmal denken, ey, was die Autofahrer von mir denken, ey, wenn ich da auf meiner Maschine sitze und an der Ampel einfach anfange zu dancen, Alter. Oh, er da muss kenn aber ich die ganze Zeit rumdeppen, ey. Aber ich hab einen richtig roten Frosch gesehen. Ich kann mal wieder reinfahren. Was hast du? Richtig roten Flügel, ja. Hast du gemacht? Ein bisschen, dicht aufgefahren, sagst du, ne? Ja, ein bisschen. Der war ein bisschen langsam unterwegs. Oh, da hat der Black schon eine Zeit. Black. Oh, ich hab ich auch eine Zeit? Warum bin ich 10. Ich bin auf keine Zeit gefallen, ich bin in der Boxenklasse. Dann weiß ich nicht. Ja, nee, aber das mit dem Tanz auf, das weiß ich auch nicht, weil ich irgendwie so automatisch. Fuck. Wir müssen uns mal eine rote Ampel stellen, einfach so lange deppen, bis Geld wird und wir weiterfahren können. Also wir verharren einfach in der Position. Ach. Jo. Ach, scheiße! Wir können ja gleich über den Neumarkt fahren, da sind ja auch Ampeln. Das ist ja unser voll Fußgängerampel, Alter. Wir fahren die ganze Zeit im ersten Gang. Jo. Easy. Was? Ja, gleich. Jetzt gerade ist ganz schlecht. Nein, du kannst, ich mach das doch gleich. Ach, Mütter. Das wird nicht diskutiert. Nee, ja, nicht mal seine das kann jetzt nicht Schwester. warten, das kann nicht warten. Das muss jetzt erledigt werden, genau jetzt. Nee, da, nee. Wie Bimbo, ey. Du musst jetzt springen. Jetzt. Du hast Fahrrad raus, das würde ich auch noch morgen früh raus. Riechst du hier ein bisschen auf, oder? Ja, das ist aber nervig. Ja, bei mir ist Marc übelst leise gerade. Ja, ist er auch. Leise geworden. Ja. Also ich mach das ja. Ja, Leon, jetzt ist Leon dran. So, zack. Leon macht das. Leon, Leon steht noch draußen im Regen, hallo. Jetzt hat's Marc gehen und dann Leon. Hä, was? Ja, jetzt ist Leon. Oh Gott, oh Gott. Alter, das also war. Also mit dem Urlaub gehen, das, ja. Oh, oh, was passiert jetzt? Oh Gott, ja, gut, super. Was fahrt ihr eigentlich so viel Zeit hier? 9, 15 Sekunden.
at this. Wow. Mann, schon wieder abgekürzt, was soll das denn? Ja, was machst du das denn die ganze Zeit? Oh Gott, ich hab grad eine halbe Sekunde weggeworfen, Alter. Holy shit. Warum hast du das gemacht? Ja, die. Die letzte Schikane zu früh angebremst, weil ich Schiss hatte. Alles klar. Sagt er mir. Oh nein, jetzt hab ich einen Bot vor mir, oder was? Jetzt hab ich übel viele Bots vor mir. Oh shit, ey. Ja, du bist richtig scheiße rausgekommen. Ich bin nicht rausgekommen, ich fahr schon eine Runde. Die sind scheiße rausgekommen. Ja, meinetwegen. Oh, fahr halt einfach auf der Ideallinie mit 20 km/h verstanden, Alter. Gar ja, die müssen ja auch erstmal die Reifen warm kriegen, ja? Ja, ja, richtig, auf der Ideallinie. Alter, wenn der nächste da auch wieder mit 20 da lang wird, ne, dann. Ja. Hey, fährt sonst keiner außer mir, oder was? Doch, ich. Ich fahr doch gerade. Ich auch. Ja, und Thomas? Ich fahr auch jetzt wieder. Wie wieder? Ich muss mal gucken, wie hart die Wand dann ist. Also. Hat eine gute Härte. Herr Alonso, ne, du bist so ein Schwanzlutscher. Ach ja. Ist er gut? Die zeigt gut, einigermaßen. Ich hab 15 ist gut. Ich hab gerade reingeschoben. 1,15,5 ist halt gut. Das ist gut. Das ist gut, ja. Und das, obwohl ich 2 Bots vorne hatte, okay, ja gut. Ich glaube, dann fahre ich die Runde jetzt eben noch und dann lasse ich den Bot fahren. Weil ich muss dann meiner Mutter helfen, nicht, dass er morgen irgendwie kein Essen gibt oder so. Du kannst auch einfach in die Box fahren, ne? Ja, aber ich hab grad eine bessere Zeit, ne? Also. Look at this. Wow. Habt ihr schon das neue Gameplay von F1 2017 gesehen? Ja. Nope. Hab ich. Habt ihr das auch beim Boxenstopp gesehen? Nein. Nope. Dass da jetzt auch ein Minispiel gibt? Was? Ähnlich wie beim Start, wenn ihr hochgehoben werdet, müsst ihr auch wieder quasi den Gang halten und die richtige Drehzahl. Und dann geht irgendwann oben das Lämpchen von rot auf grün und dann müsst ihr die Kupplung richtig kommen lassen. Damit auch nicht hinfahren. So Jungs, ich hab eine 1,14er Zeit. Röber, ich bin hinter dir. Ja, alle Hunde. Was? Oh, jetzt muss ich noch in eine Boxengasse fahren. Dankeschön. Wie lange haben wir denn noch? Ein bisschen. Über 5 Minuten auf jeden Fall noch. Okay. Ein Frontflügel ist beschädigt. Er wird die Performance beeinflussen. Ja, dann. Ja. Ich glaube, der Bot fährt nicht automatisch rein. Ich glaube, der wird einfach noch so ein paar Runden drehen. Letztendlich auch egal, die Reifen gibt's eh nicht mehr wieder. Ja, ich weiß, aber. Wäre trotzdem unnötig, die ganze Zeit zu fahren und vielleicht noch eine Strafe reinzubekommen oder so. Kann ja immer mal passieren, dass ein Bot einfach behindert ist. Beim Regen werde ich sowieso übel zacken, also ihr braucht mir nicht als Bedrohung sehen oder so, ne? Thomas, warum fährst du auf Rot? Fahr doch auf Dingens. Na okay, mach ich ja gleich. Weil wenn's regnet, ist eh brummsig. Wollen wir mal reinkommen hier? So, ich bin mal hier so parat. Wäre gleich geil, wenn ich kurz warte, ne? Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich hoffe nicht so lange. Gleich wieder da. Wie soll man denn warten? Kurz weg. Ja, sind sie alle wieder weg. Ja. Da haben wir die beiden bestaussehendsten und professionellsten Fahrer hier. Und Black halt. Oh, ich kann die Knöpfe gar nicht drücken dafür, sorry. Shots fired. Muss auch aufpassen, wenn ein Bot vor dir ist da in der Boxeneinfahrt. Das kann böse ausgehen. Ja, wenn der davor bremst und nicht rein will. Ja.
Und du willst dann 350 Sachen reinknallen, ja. 80! Ja, du willst nicht mal vorbeiziehen und er denkt sich so, ne, ich zieh raus. Ich muss 80 fahren! Alter, wie ist denn 14.8 gefahren? Holy shit. Ich bin 15.1 gefahren mit den Roten. Also ich glaube, das ist jetzt machbar. Also für mich. Sorry. Das hat sich eingebildet angehört. Bist du nicht auch mit Roten gefahren? Ich bin auch erst mit Roten gefahren, ja. Ja. Guck, wie lange haben wir noch? 7 steht da drauf. Jetzt hier, gib mir das Kack-Tablet in der Hand, Mann! Oh, gib jetzt! Leck, bist du auf einer schnellen? Noch ja. Okay, gut. Motor. Wenn du dich irgendwo wegpackst, dann bleib da am besten. Ich habe eine KI vor mir. Ja, ich sehe das. Nice. Ja, hat er die Kurve nicht gekriegt. Oh, ich komme richtig beschissen raus. So, wieder da. Hallo. 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 Boah, Alter. Ist ja immer noch 5 Minuten. Nice. Was labert Jeff eigentlich die ganze Zeit hier? Der labert irgendwas von irgendwelchen Einstellungen mit mehr Grip und pass auf die richtige Verlagerung und so. Ich bin die ganze Zeit nicht da. Okay, Jeff. So, 5,5 Minuten habt ihr noch, Jungs. Gesundheit, du Assi. Warum? Ist er dann Assi? Nein, nur so. Daniel, warst du eigentlich angepisst, als ich dir da den Killswitch angeschoben hab da? Du musst ein bisschen lauter sprechen, hier fahren wir vorbei. Warst du angepisst, als ich dir den Killswitch umgelegt hab an der Ampel? Nein, Mann, what the fuck? Ja, weiß ich ja nicht. Das Ding ist ja sofort wieder an, also ist ja kein Ding. Ja, ja, richtig. Ich frag mich aber... Ich glaube, der TS macht schon den Abgang, kann das sein? Ja, wie beim letzten Mal... Macht der TS einen Abgang? Einfach mal so. Weil das kann. Und ich hier irgendwie was machen muss. So, mit der Runde muss er wohl sagen. Das ist so geil, mitten im Satz. Oh, jetzt aber. Die Waldpferde, das ist voll schnell. Oh mein Gott, ich darf jetzt kurz nicht verkacken. Das war gut. Na, nicht optimal, aber gut. So,
connected body entered your Hallo. 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 Da kommen sie alle wieder. Der ist echt häufig in letzter Zeit down, der ist. Ja, der ist nicht down, das ist die... Immer Sonntagabends, um selbe Zeit, ne? Auch für Sonntag. Gestern hat auch schon. Die DNS-Eintrag oder der DNS, was der Probleme hat. Was selber an sich läuft. Ja, so einmal täglich hat man das ungefähr. Ja, ich schreib dir mal an, ich vergesse das nur immer. Oh. Bei mir bleibt's beim 9. Wie es aussieht. So, Daniel, du hast ja gerade echt Pech da, ne, mit dem, der da rausgefallen ist vor dir. Ja, das war Pech, ja. Hast du jetzt gerade eigentlich abgekürzt da, bei der einen? Nein. Ah, okay. Da ist so. Na, wie gesagt, auf Regen bin ich eh kein Gegner, ey. Da fahr ich so einen Kack zusammen, ey. Ja, ich fahr da auch Kacke. Ja, aber ich fahr da immer richtig einen Kack zusammen. Aber ich fahr da mehr Kack zusammen. Ich? Na, aber ich! Ich immer einmal mehr als ihr. Ich immer zweimal mehr als du. Ne, ich hab Gummimauer. Okay, ich hab Gummimauer. Ja, okay, Gummimauer hat gewonnen, sorry. Ja, ist echt so. Fährst du halt immer einmal mehr Scheiße wie ich. Ja. Der Sieger, eindeutig. Und dass es alles heißen muss, ist ja wohl klar, oder? Okay. Hier unten wieder auch nichts mehr. Zu viel Bots. So, jetzt haben wir gelbe Flagge, gelbe Flagge, wuhu! Lewis Hamilton ist Vierter, wir nehmen alle. Black City. Hamilton ist ein richtiger Nougat-Esser. Das heißt, egal was ihr das sagt, Dennis muss das komplett angucken, so oder so? Komm schon! Jawoll, alles klar. Das war die Runde. Stimmt, er muss sowieso sich das angucken. Ah ja, 5 Platz Gridstrafe. Oh ja. Okay, nice. Guckt er sich das nicht sowieso an wegen dem Schneiden? Eigentlich also, müsste er das machen, ja. Also, es ist scheiße. Oder er hört sich nur eine Spur an und dann, wenn es heißt, oh lol, dann guckt er schnell bei dem anderen rein zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja, geil. Aber die sind da auch komisch auseinandergefahren, mein lieber Mann. Ja, das sah echt komisch aus bei dir. Look at this. Wer fährt denn noch so? Im Moment Daniel und Black. Ja, Daniel hat gerade eine 5. Ich hoffe, ich komme noch über die Start und Ziel. Guck mal, was machen die denn hier? Da ist hier auch bei DS, weil da fahre ich 320, da fahren die 10. Was soll das? Das schaffst du nicht mehr, Black. Nee, das schaffst du nicht mehr. Black, ich glaube an dich! Fuck. Ja, jetzt nicht mehr. Oh Leute, ich bin in Box gefahren. Oh, Rüber, oh Alter. Oh, Mann. Hat aber noch gereicht. Richtiger Vollidiot. Nicht ideal, hat aber gereicht. Richtiger Bongo, jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir den Zug gucken. Oh. Ja. Wir können ja jetzt gucken, mal, wie ich schön reingeschoben werde. Vor allem, das sehe ich nicht mal. Die Kamera zoomt auf die Mercedes-Box. Ja. Moröber. Ah, er steht aber drin mittlerweile. Da ist Röbers Teamkollege. Ganz vorsichtig unterwegs. Feierabend, wieder, sie duftet kräftig, deftig, würzig, gut. Hauptmasche ja. Aus dem Ruchhöhlenrauch. Muss ich jetzt noch irgendwas tun? Frisch auf den Tisch. Ja, so ist der Brauch. Nee. Schmeckt das? Ach, ja, nee, nicht, aber der braucht ja eigentlich nicht, aber wir warten jetzt, bis alle durch sind und dann, weil du in eine Box gefahren bist, das ist der Basis. Guck mal, Hamilton fährt in der Box. Ja, geil, Alter. Haben wir das nicht sogar schon mal, dass wir dann warten müssen, bis er wieder rausfährt oder so, oder dass er nochmal rausfährt? Kann er rausfahren? Kannst du es noch fahren? Wenn er heult halt rum so, dass es keine genug ist, nicht genug Zeit, aber ich kann halt trotzdem. Ja, wie lange musst du denn warten? Dann können wir dir wenigstens zugucken, vermutlich. Ja, okay. Geht das, glaube ich, nicht. Rüber, ey. Da ist er, der Röber. Nein, ja, wieso kann ich nicht zugucken? Ach, jetzt. Yeah! Amazing! Du hättest echt noch eine ganze Runde fahren müssen jetzt, Fahr einfach rückwärts übers Ziel. Dreh mal eben um. Jo! Gieß dich einfach eben ab, komm. Ich seh neue Reifen. Jetzt hat er eine Gewinnstrafe, oder? Ja.
Siehst du noch eine? Ich weiß nicht, ob das. Ja, siehst du? Oh Mann, ey. Okay, jetzt hat er sich zwei geholt. Das war jetzt nicht so clever, glaube ich. Ach, das ist eh Regen. Da ist, dann sind die Bots einfach heftiger. Aber wann hast du wieder bekommen, die erste? Egal. Er hat doch gesagt, als er gibt Tiere. Ne, wem ist er aufgefallen? Hat er sich doch lautstark beschwert? Das weiß ich nicht. Ja? Das ist eine gezeitete Runde. Du, oder? Weil du die erste gekriegt hast, hat er gefragt gerade. Da war ich nicht da, oder? Kann das sein? Das war ja, das war in meiner letzten Runde da eben. Volley liegen zwei beendet. Bevor da wussten zwei nicht, wo sie hin wollten und dann. Dann war ich sogar da. Und jetzt. Ah, jetzt volldampf hier durchfahren müssen. Ohne Bremsen. Das ist eine Bombenrunde, wäre das gewesen. Ja, aber wie viel Grip? Dann hast du jetzt 10 Minuten. Hey, jetzt muss ich noch eine fahren! Oh, Rö, war das ganze Spiel. Nee, ey. Jetzt ist 10 Positionen! Ach du Scheiße. Ja, bei 2 Gripstrafen macht das dann 10. Also, wir haben Platz 13, wenn ich das richtig zählen kann. Ja, das ist echt das richtige Zählen. Das stimmt. Holy shit, ey. Ja, aber eine Black Dritter. Er wird jetzt nicht regelmäßig auch anders interagiert, aber komm. Black war doch vorhin Siebter, oder nicht? Oder? Nein, Vierter, letzte Runde hat Black noch gezählt. Aber nie irgendwas weg, das ist echt mega geil. Wir müssen das angucken. Mein Gott. Lass ihn doch mal. Stresst der Röhrer immer rum bei den Sachen hier. Na, er weiß doch wohl. Drück doch mal. Ja, aber vielleicht interessiert ihn, wo die anderen sind. Was sie für Zeit. Nein, drück doch mal. Bitte kein Regen. Es ist Regen. Ist doch Regen. Hä? Darkregen am Anfang soll aber bis zum Ende durchregnen. Ja, blau komplett. Nee, gar nicht wahr. Da kommt irgendwann Sonne. Lol, da ist ja irgendwann Wolken. Warum schlagen die mir blau vor komplett? Oder irgendwann kommt Sonne hier. Ritte boostet. Bongo. Vision boostet. Irgendwer hat schon wieder weitergedrückt, ne? Nach 16 Minuten. Der Röver, der hat schon wieder weitergedrückt. Ohne zu fragen. Das ist den, der sich am lautesten beschwert. Oh Mann, ey. Du kannst doch das Benzin einstellen, du kannst die Runden verstellen. Es hört irgendwann auf zu regnen. Hast du das überhaupt mitgekriegt? Ja. Ach ja. Kann man hier eigentlich auch schon der Frühstart-Strafe bekommen, wenn man da. Musst du ausprobieren. Nee. Nein, ist rot. Ich halte das Feld jetzt zusammen. Kannst du nicht einfach da übers Gras fahren? Das ist dann so langsam, ey. Rot. Oh, rot. Oh. Hier ist wieder grün, ja, alles klar, können wir wieder fahren. Und, oh, shit! Rot. Grün. Hier rutscht mal ganz gut, ey. Ey, wieso stehe ich am Anfang? Ja, vielleicht weil du einfach vor mich gezogen bist. Ja, weil ich am Rutschen war. Ja, so leicht kann man Zweiter werden, ne? Man muss ja hier Abstand nehmen, ne? Ja, bin ich mal gespannt, wie das jetzt im Rennen wird, ey. Erste Kurve wird der Killer. Also dieses Jahr haben wir echt viel Regen, so. Vielleicht der letzten Saison, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Hat der hier schon mal im Regen gefahren? Auch im Training oder so? Ich glaube, wir hatten letzte Saison nur einmal Regen. Wenn ich mich da recht erinnere. Oh, weia. Oh, weia, oh, weia. Wer macht denn hier gerade seinen Motor kaputt? Irgendwie, als würde er hier mit dem Haarföhn rumstehen. Lol, hier, was nimmt der schon? Nein. Also Leute, lasst gediegen fahren am Anfang, bitte. Alter, irgendwer gibt hier aber echt Hardgas. Ich hab echt Angst jetzt. Ich hab echt Angst. Weil die Bots, die beschleunigen so schnell raus bei Regen und die knallen mir da gleich wahrscheinlich hinten safe drauf. Aber Black macht den Buffer. Black, halt mal Hamilton ab, bitte. Nee. Wie nee? Ich werd mich hier benehmen, ja? Wie nee? Der Hamilton macht nur Scheiße. Benehmen. Wenn er vorbei will, lass ihn vorbei. Ne? Du redest von benehmen und lässt deine Reifen die ganze Zeit rückwärts durchdrehen. Du bist nichts besser, Mark. Was? Bei mir steht alles. Bomben. Hallo, E-Beams Mark. Hallo.
Alter, Herr Vater, ey. Wer? Herr hat einen Frühstart gemacht, habe ich genau gesehen. Wann wird denn hier gebremst? Ruhig. Alter, ich sehe gar nichts mehr wegen dem Regen, ey. Holy shit! Oh, eine Kollision verursacht mit Bottas, Verwarnung, okay. Ey. Haben schon mal drei Plätze. Boah, was ist denn das hier? Das ist wie so ein Wrestle. Schlammcatchen ist das hier. Nur, dass Thomas und ich nicht die Absicht haben, uns gegenseitig rauszukriegen. Das stimmt. Nee, ich lass dich da vorne einfach fahren. Das ist nett. Ich muss. Ja, ich auch. Ich krieg aber keine Strafe, also alles gut. Hat er gerade einen Spoiler verloren? Das war so ein bisschen der Nachhaus. Ah, nee, warte. Wolfgang, der hat einen Spoiler verloren. Alter. Muss er jetzt so wieder bei Regen reinkommen. Warum habe ich keine Pfeile am Arsch jetzt? Aber ich finde Regen so schlimm, ne? Oh ja. Die Reifen blockieren halt auch einfach so schnell. Ach man! Das Wetter heute ist nicht so heiß. Wie machst du das beim Bremsen, dass die Reifen nicht blockieren? Früher. Früher? Früher als das rote Ding da ist. Bist aber nicht voll, sondern dann halt leichter. Ja, ja, ganz leicht anfangen. Die Reifen blockieren halt auch einfach so schnell. Ach man! Scheiße. Also standen sie wieder. Ein bisschen Gras mitnehmen, hat eh keinen Unterschied mehr. Oh, Sektorbestzeit. Easy. Alter, wie schnell man rutscht, ey. Aber oh ja. Im Viertel Gas, ey. Aber wir haben schönen Abstand schon. Haben wir? Ich kann nicht, ich bin gerade so konzentriert, ich trau mich ja, nicht. Ich hab ja Hamilton und Rosberg ein bisschen aufgehalten, dann musste ich Hamilton und Rosberg vorbeilassen. Und als ich an Rosberg vorbei wollte, hatten die gesagt, nein, danke. Haben mich erstmal schön gedreht. Das Geld kriegst du dann nachher zugesteckt. Und langsam wird die Idealie trocken. Ja. Dann wird's besser. Ja, ich weiß nicht, ob das besser wird. Ja, siehst du? Ja. Bist schon auf Platz 3 oder was? Ja, wo sind wir denn alle auf welchen Positionen? 14. Okay, das habe ich super verstanden jetzt. Ich bin Platz 4. Okay. Und Black? 12. Okay. Dann habe ich sie jetzt alle. Und Daniel? Daniel ist 14, weil er am lautesten war, als alle geredet haben. Bist du nicht auf 13 gestartet? Der Schreit hat recht. Ja, das stimmt. Daniel, bist du nicht auf 13 gestartet? Das ist richtig. Was hast du gemacht? Ja, da war eine Kollision und dann musste ich in die Eisen gehen. Dann haben alle anderen KIs gesagt, ne, fahren wir vorbei. So. Hab ich gedacht, okay, dann mach das mal. Leichter Regen schon, oder? Ich hoffe, das hört relativ schnell auf. Ich hab keinen Bock mehr auf Regen. Jetzt schon. Kann man wohl von Heavywets auf Slicks wechseln? Ja, nicht wirklich. Ich würde jetzt auf Ultra wechseln. Nein, also nicht jetzt, aber wenn der Regen aufhört. Ja, kannst du das. Macht aber keinen Sinn, von Starkregen auf Slick zu wechseln. Normalerweise nimmst du dazwischen Intermediates. Ja, eben. Ja, musst du aber doch Intermediates bist du schneller als auf Slicks. Aber du musst ja noch einmal extra nehmen. Das ist eine relativ kurze Strecke, deswegen. Das kann schon sein, dass die Fahrbahn, also die, da wo du halt fährst, relativ schnell trocken ist. Ja, schön. Weil es halt weggefahren wird. Es kann schon sein, dass du es hier halt relativ gut hinbekommst, wenn du halt. Ja, man, das merkt man jetzt ja auch schon. Ja. Vor allem, wenn es halt gleich erst weniger wird und du dann erstmal mit der Blau weiterfährst und dann halt den richtigen Zeitpunkt hast. Ich glaube schon, dass du das hinbekommen kannst. Aber ich würde es, glaube ich, trotzdem nicht machen. Wenn es zu riskant. Oh ja.
Muss auf Strecke gucken. Bujaka, 619. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Weiß ich nicht. Daniel nimmt halt die KI wieder auseinander. Ne, ich bin hinter Black und ich überlege, wie ich den Day abräume. Mit dem 619, genau. Ja, ich sehe da jetzt kein Problem. Ja, wieso einmal in eine Bande und dann. Fahrer hinter mir! Abräumen. Ja, hatte ich nämlich auch so gedacht. Dann sieht's nämlich nicht so aus. Was dein Jeff so anschreit. Ja, der hört mich halt nicht mal, das hat er nicht gehört. Dann Jeff eine Frau. Fahrer hinter mir! Ich hab doch eher gesagt, oder? Ja, aber wenn der nicht hört, ist er normalerweise eine Frau. Oh fuck. Alter, Thomas, was ist da? Ganz was Wildes. Ah, oh, Black, scheiße, die Kraft. Nein, du musst gebremst, auf deiner Strecke bleiben. Ja, dann standen die Reifen. Ja, ja, das kenn ich zu gut, ey. Aserbaidschan hat mich da in der letzten Runde rausgehauen müssen. Ja, da hat man halt keine Auslauffläche mehr. Hehe. Oh, ganz gut jetzt. Warte, bist du noch Zweiter, oder? Ja, ich bin noch Zweiter. Wie viel Abstand auf dem Hintermann ungefähr? Hallo, du bist ja recht nah drüber. Also Jeff sagt schon, wir können bestimmt gleich auf Intermediates wechseln. 14 Sekunden. Echt? Ja, er sagte, wenn das jetzt noch ein bisschen abgefahren wird, dann können wir schon wechseln. Aber wer weiß, das kann sich ja auch schnell wieder revidieren lassen. Oh, was macht ihr denn hier? Fuck. Alter, überlegen wir jetzt null Traktionskontrolle ist. Das geht ja gar nicht. Der Mittel ist schon nicht so leicht. Also ich frag mich gerade, wie das mit voll ist. Voll? Also gibst du einfach Gas, also mit komplett halt. Ich glaube, da kannst du komplett aufs Gas gehen und der rutscht halt nicht weg hin. Oh ja. Und das ist dann ja irgendwo auch wieder langweilig. Da ist ja dann... Wo sind dann die Schwierigkeiten? Aber wenn du gar keine hast, dann wird's richtig witzig. Ja. Aber ich finde Mittel eigentlich ganz gut. Ich meine, man hat jetzt auch nicht so das Gespür für das Auto, als wie wenn man da in echt... Christian, du hast doch auch EA Access noch, ne? Mhm. Hast du Battlefield 1 schon geladen? Die Testversion, da. Oder ist ja, die kannst du, glaube ich, drin? Ja, die komplette. Also das ist jetzt komplett drin und du kannst einfach deine Testversion quasi upgraden, da brauchst du nicht nochmal alles neu. Spitzkehre krieg ich überhaupt nicht hin. Weil ich hatte vor... Wie gesagt, früh bremsen, dann kriegst du mal geguckt. Ja, ich glaube seit vorgestern oder so ist das drin. Ja, genau das. Hat jetzt mit Mihawk schon eine Runde gespielt, wir wollen auch morgen wieder ein bisschen was zu zocken. Ja, dann upgrade ich das mal. Jo. Also ich hatte also die Testversion hatte ich komplett drauf und musste noch 4 GB laden. Ja gut, ist dann halt so. Ja. Das ist ja richtig gemacht. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Nein! Ich hab die alternative Strategie verpasst. Änderung bestätigt. Weißt du, die können auch eine Box fahren. Nein, ich bin vorbeigefahren, weil ich zu konzentriert war. Marc, jetzt müssen wir Gas geben hier. Bin ich schon in der Box? Ja, Daniel Black will schon in der Box fahren. Aber im Moment geht's, glaube ich, so. Ich glaube, eine wäre so oder so noch gefahren. Nö, mir hat er das vorgeschlagen. Ich fahr gleich rein. Ja, ich fahr jetzt auch gleich in die Box. Nein, warum fährst du gleich in die Box? Ja, muss ich halt. Du wolltest auf eine Meer fahren. Ach man, da steh ich da ja. Darf ich vor dir? Misunderstanding. Ja, die Kacke, dass die Audioausgabe von meinem Jeff kaputt ist. Ja, was soll ich denn machen? Nix, fahr die Box. Wir haben 2,4 Sekunden zurück. Das muss reichen. Das reicht nie im Leben. Button, du musst dann auch mal Gas geben jetzt. Ich glaube, du brauchst knappe 6 Sekunden zwischen euch beiden, damit die Reifen direkt wieder parallel fahren. Ja, muss ich warten. Aber da kann ich jetzt halt auch nichts für. Mensch, Thomas, es tut mir leid. Oh no. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Reifenwechsel an die Box zu fahren. Ja, 15 Minuten, dann hört der Regen auf uns. Nein. Das ist aber hier müsst du auch noch rein, oder? Christian, du musst auch noch rein, ne? Ich bin jetzt drin. Marc, mach schneller! Ja, tut mir leid! Die waren alle schon. Ne, die fahren auch noch. Ne, einer kommt noch. Ja, tut mir leid, Thomas! Die waren von den meisten, glaube ich. Wie lange hast du gebraucht jetzt? 4,913 habe ich gestanden. Da 2,7 oder so. Ja, doppelt so. 2,2. Oh, fuck it, ey. Ja, das hätten wir. Aber jetzt hat man Redback halt überholt. Wo kommst du raus? 2. Ich bin jetzt 4. Nee, nicht du. Also Thomas halt. 2, ja. Ja, okay.
Aber nicht mehr so viel Abstand wahrscheinlich, ne? Nö, vermutlich nicht, aber ich weiß auch nicht, wie viel ich jetzt habe. Warte mal, ich bin gerade auf der Geraden. Ja, nee, hast du nicht. Aber auf dem Bot ist halt das nächste, danach kommt Christian halt. Ja, Rosberg muss aber noch rein. Der noch blau. Oh jo, der fährt auch blau. Hup. Ah, da hätte ich vielleicht auch noch einer von uns eine Runde fahren sollen, blau. Ja, ich weiß das lieber, Reifen. Ja, bei, gerade bei Regen, da vertraue ich eigentlich immer auf den Motor, also auf Jeff. Daniel, wo bist du mittlerweile? Auf 10. Black, du? 12. 11 oder 12? Oder war das 12? 12. Ah ja. Es wird schon weniger, man merkt das schon. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Ah, Thomas, du wirst mich gleich eh wieder haben. Wäre jetzt nice eigentlich. Ja, da sagt mir gerade, Regen hat nachgelassen, aber wären damit einverstanden, wenn ich auf Regenreifen bleiben würde. Ja, weil das noch nicht so viel weg ist. Ist noch nicht eindeutig. Aber grün auf jeden Fall nehmen. Fährt sich auf jeden Fall schon einiges besser, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Lieber früh als spät wechseln. Man muss hier auch ausnutzen, die grünen. Ja, aber zu früh ist auch kacke. Warum? Ich fährst du nicht kaputt, keine Sorge. Also jetzt, sobald ihr jetzt ansagt, würde ich so vordere grünen aufziehen. Ich fahre erst in die Box, wenn entweder der S aktiviert wird. Oder der Box mir sagt, jetzt wird es nichts genommen. Ach, ich fahr da nicht selber rein. Eine Taktik. Was sagst du? Er fährt so das eine Taktik. Das war die Taktik. Ja. Ja, bist du also jetzt auf blau, Black? Warum? Nö, sagt er echt nicht so. Na gut, man muss ja nicht verstanden, wenn du mich meinst. Ja, ich meinte dich. Ob du jetzt noch auf blau fährst? Ich fahr grün. Okay. Ich war mit Röver zusammen in der Box. Ah. Nur der hat halt Button überholt. So ganz kritisch in der Zwei-Gang-Kurve. Nee, nee. Da war alles safe. Soll der Regen gleich aufhören oder was? Ja. 15 Minuten hat er gesagt, ne? Ja. So, dann noch ein bisschen. Da ist die erste 3 Sekunden Strafe. Weil ich den ersten Platz mal gebrauchen könnte, ey. Ein bisschen Punkte, ey. Ja, du bist ganz schön abgerutscht, weil du das letzte Mal nicht dabei warst. Ja, wobei Monaco. Da haben die Bots richtig Punkte gemacht in Monaco, ey. Ja. Das stimmt natürlich. Ich meine jetzt eher zu Dennis, weil der ist ja im Moment noch ziemlich punktgleich mit mir. Boah, ich komm da immer so weit raus, ey. Was ist das? Ja, komisch. Früh bremsen. Aber ich schalte auch runter bis in den ersten da. Nee, also ich bin ja runtergebremst, komm da um eine Kurve, aber ich fahr dann immer fast in die Wand links. Ich hab, wie gesagt, schalte ich in den ersten, vielleicht hilft das. Wenn du das ich schalte ja nicht selber. Das stimmt natürlich. Aber ja, ich bremse einfach nochmal ein bisschen runter. Alter, du, ja, du fährst gerade richtig gut sein. Ja, du hast mich gleich. Was machen die Bots da vorne? Die schießen sich gleich selber raus. Ja, bei Regen oder Kanada allgemein ist das ziemlich schlimm, hab ich auch schon festgestellt. Dass die sich da gerne auch mal gegenseitig klatschen. Das wird ja gleich noch eine interessante Sache, was für Reifen aufgezogen werden, ne? Ob man gleich einfach mal sagt, jo, gelb und dann durch, oder... In Kanada muss man vorsichtig sein, obwohl jetzt bei Regen geht's. Nee, bei Regen nicht. Hier gab's nämlich immer eine Strafe. Weil das hier gab's immer einen Bug irgendwie.
Hey, du musst jetzt halt gelb fahren, das müssen wir damit drin nicht. Ja, genau. Aber weil es geregnet hat, ist es egal, ja, genau. Was du genau. Jetzt müsste es eigentlich egal sein. Ja, man kann auch zwei verschiedene Taktiken gleich fahren, entweder gelb oder halt zweimal lila. Damit lila halt nicht viel Zeit rausfahren, dass ja ein Boxenstopp quasi durchfahren. Da musst du ja mit lila knapp 20 Sekunden rausfahren. Kriegst du hin, ne? Das macht schon einen Unterschied, ob du jetzt auf lila oder gelb fährst hier. Ja, schon, aber so krass glaube ich nicht. Naja, du musst aber bedenken, du fährst 20 Runden oder so dann, ne, damit. Ja, abhängig davon, wann der Regen. Wie Runden sind das überhaupt? Ja. 35. Thomas, sag gleich Bescheid, wenn du irgendwie, ne? Jo. Nicht, dass ich beim Rausbeschleunigen irgendwie wegrutsche und uns dann beide abräume. Das wäre ja nicht so geil. Ja. Doch, das wäre schon ziemlich geil. Hätte jetzt auch nicht so viel bei. Könnte auf der Geraden sogar schon passieren. Kann schnell passieren, ja. Nee, dass ich dich überhole. So. Ey, sowas kann nicht schnell passieren, ja. Ja doch, jetzt komme ich links. Und zack, beide raus. Hinter dir? Also du musst mir keinen Platz machen, ne? Fahr einfach dein Ding jetzt. Ja. Ah, oh, Verstappen, das ist auch so ein bekloppter Kackholländer, Alter. Du Käsegesicht, ey. Ja, kommt er da mit Button nicht zurecht, oder wer das war, oder Bottas, keine Ahnung. Überholen sich dann gegenseitig, ich will links dran vorbeiziehen, denken sich so, nö, fuck you. Das hatte ich auch einmal da in so einem Festrennen, was ich mit Black gemacht habe. Hast du denn da immer ein Thomas, wenn du vorne fährst? Machst du das extra? Oder? Nein! Vielleicht beschwerst du dich wieder, wenn ich in der Box fahre und du eine Sekunde hinter mir bist, ey. Ja, das gehört dazu, Mann! Was? Das Beschweren, oder? Ja! Das Beschweren kommt automatisch. Mir ist so warm gerade, ne? Ja, ich bin auch richtig am Öl, ne? Bei mir geht's. Ja, bei mir eigentlich auch. Ich hab Stress. Wollte ich eigentlich direkt immer Öle. Ihr macht euch da vorne aber auch mehr Stress als nötig. Machen wir nicht. Ich find's nur anstrengend, bei Regen zu fahren. Ich nehme auch. Weil man sich so konzentrieren muss. Die Strecke wird bald wieder trocken sein. Also ich mach mir keinen Stress. Der dritte ist glaube ich 16 Sekunden oder 30 Sekunden hinter uns. Ja, das bin ich. Ja, das reicht nicht auch schon. Ja, da mach ich mir überhaupt keinen Stress. 18, sagt er mir gerade. Lol. Ja, ich glaube, wir gewinnen auch ein bisschen immer. Ja, da mach ich keinen Stress. Ich glaube auch ein extrem langsames Setup. Natürlich, das rächt sich jetzt, dass es doch nicht regnet, ne? Ja. Im Moment regnet es ja noch. Ja, noch, aber... Bei dem Qualifying wurde gesagt, dass es quasi das ganze Rennen durchregnet. Hätte ich mehr Chancen gehabt, glaube ich. Aber wenn die Wettervorsagen, die Vorhersagen 100% richtig und wahr immer, dann wäre es auch langweilig. Das stimmt. Ich meine, manchmal regnet es ja auch, obwohl Sonne angesagt wurde. Das verändert sich halt dynamisch, ne? Ja, genau. Ich rutsche immer so weit nach links, ey. Oh, wann? 15 Minuten sind wir jetzt gleich mal rum, ey. Chef, Wettervorhersage! Nein, nicht statt Lichtleiste! Nein, Chef! Wetterbericht. Okay, hier ist Chef. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst du... gerade keine Info. Wetterbericht! Oh, keine Info gibt bei mir eben auch. Wenn es gerade keine Infos gibt, heißt es, das Wetter verändert sich gerade. Das stimmt.
Ja, aber ich hab... Der hat irgendwie verstanden, dass Chef leise sein soll, aber soll er gar nicht. Änderung bestätigt. Jetzt ist Chef leise, also du musst mir gleich ein paar Sachen sagen, Thomas. Was denn? Ja, wenn angesagt wird, andere reifen oder so. Ja, die Strategie schlägt dann die vor. Ja, weiß ich nicht, ich hab halt gesagt... Der hat irgendwie verstanden, dass er leise sein soll. Jetzt ob er dir da nicht so, ja, dann sieh zu, wie du deine Strategie machst. Chef, sei laut. Was? Was? Alles klar, warte mal. Du musst mehr Updates sagen. Mehr Updates! Wir ziehen eine alternative. Jetzt ist alternative Strategie bei mir. Ja, war der bei mir eben auch. Achso. Ich noch nicht. Ey, der wird das die falsche Alternative. Was ist denn die Alternative? Ich fahr Intermediates. Das klingt nach einer guten Alternative. Hast du auch gekriegt? Aber hinter mir. Oder hast du schon Trockenreifen gekriegt? Ich hab schon Trockenreifen gekriegt. Echt jetzt? Ja. Aber halt noch nicht diese Runde, ich glaube für die nächsten 2-3 oder so. Echt? So früh sagt er das? Bei mir ist das zweimal Intermediate. Ja, bei mir auch. Ja? Umso besser der Box ist, ne? Also ja, der sagt halt, jetzt kommt noch nicht in Frage, ne? Aber sie hat mir halt gelb schon angeboten in ein paar Runden. Ich frag mich halt echt, ob das nicht Sinn macht, dann sogar lila zu holen. Du fährst halt echt 20 Runden dann auf lila. Aber Daniel fährt sowieso gelb, davon mal abgesehen. Ja, das ja. Oder? Ich würde gelb fahren, ja. Ich würde ziemlich. Weil das an Daniels Stelle vielleicht sogar am meisten. Ich glaube, du kannst mit Rot und Gelb theoretisch das Ding hier durchfahren. Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Aber mit zweimal lila bist du halt schneller. Ne? Nur Rot geht auch? Nee, du musst gelb fahren hier. Ja, ich weiß, aber du geht kannst das doch theoretisch? Nur Rot fahren. Oh, es fährt auf zu regnen. Ich hab ja. Nur noch gerade Tropfen auf dem Dingens. Das sollten gleich die Intermediate, die Slicks kommen. Thomas, fahren wir jetzt rein oder nicht? Das ist die Frage. Also mir sagt er gerade, es gibt noch keinen Grund, Reifen zu wechseln. Meine, die ist interessant bei mir, aber ich will die auch noch nicht ändern. Naja, in 2-3 Runden ungefähr soll die Strecke trocken genug sein, um auf Slick 6 zu können, sagt er. Ich fahr nur eine Runde, dann fahr ich rein, Thomas. Passt das jetzt irgendwie an, wenn du nur weiter hinten bist? Ne, ich fahr jetzt noch nicht rein. Ja, dann fahr halt noch eine länger. Also ich sag's dir nur jetzt schon mal. Das ist gleich, ne? Was machst du denn da? Reifensäuber. Achso? Die waren so trocken und die waren so dreckig vom Regen. Aha, ja, machst du. Mit dem Gras abputzen. Jetzt kannst du echt fast komplett rausgeschnurren. Aber so hin und wieder will er doch nochmal rutschen. Ja. Vielleicht fahr ich doch noch eine Weile länger. Ey komm, ich hab gesagt, ich fahr jetzt rein, also fahr ich nicht rein. Ja, abseits der Ideallinie ist halt rutschig. Ja, die wird ja schon trocken, die Ideallinie, das ist ja schon. Ja, ist ja quasi schon komplett weg hier, aber es tropfelt noch. Also auf meinem Bildschirm tropfelt es noch ein bisschen. Ja, das stimmt, aber da ist schon blauer Himmel, siehst du das? Ja, fahr ich jetzt rein oder fahr ich nur eine mehr? Ich fahr nicht rein. Glaube ich auch noch nicht. Rüber hat sich Gelb geholt. Der ist reingefahren. Komm, ich fahr auch rein. Boxenstopp! Boxenstopp? Mach was draus. Oh fuck. Da ist schon noch ein bisschen nass. Daniel, wie fährt sich das? Ja, geht. Also klar, ungefähr ist noch nass, aber... Oder? Bitte? Wie Intermediates momentan noch, oder? Ja, circa. Vielleicht ja nicht ganz so gut. Das wird ja weniger. Noch ein Boxenstopp? Junge, verarschen. Wie rund waren wir noch? 18. Oder kein Boxenstopp. Wieso gibst du mir denn gelb? Ich hab rot ausgewählt. Ob du behindert bist, habe ich dich gefragt. Mann! Zeigt ja bei dir die Ideale. War gute Entscheidung vom Röver, ne?
Ja, weiß ich nicht. Also die erste Runde, die ich jetzt gesammelt habe. Die fahren jetzt alle in der Box, deswegen. Oder? Der ist jetzt auch. Das war die richtige Entscheidung. Ich habe auch gerade die alternative Strategie bekommen. Ja. Also ist auch wieder trocken quasi. Ist trocken. Ja, man muss halt probieren auf den hinteren Plätzen, ne? Ja, ist so. Ich war das hilft mir doch nicht. Also, was hätte. Es hätte viel, also, was krieg ich für Punkte auf dem siebten? Das ist ja Peanuts. Ist ja scheißegal. Hört sich die Frage, war ich jetzt schneller in der Runde als Thomas oder nicht? Weil du musstest jetzt auch noch einen überholen, Thomas. Das ist halt sein Problem gerade mal. Ja. Du warst deutlich schneller. Aber ich hatte die Bots vor mir. Ja, richtig. Und ich weiß nicht, wie viele Sekunden warst du vor mir? Eine, zwei, zweieinhalb. Alles klebt, alles nass. Ich war schnell zur Zeit, okay, ich war auf dem Bot. Losfahren. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst ein bisschen rutscht man schon noch, aber. Boah, Alter, was ist jetzt alles vor mir? Alter, Marc, hast du ein Glück, ey. Ich bin gerade vor WLAN rausgekommen. Die wechseln ja jetzt alle, weißt du? Ja, ja. Sind ja gerade alle drin. Du musst den, wie sind das? Fünf Leute jetzt noch überholen, ja, ne? Das zackt natürlich schon. Mal ein bisschen nervig, das stimmt. Aber du hast noch eine Runde frischere Reifen. Wenn es knapp kommt am Ende mit den Reifen. Naja, kommt drauf an, wie ich damit umgehe. Ja. Ja, ich habe halt jetzt noch so viel Benzin angespart, ne? Ich fahre jetzt, glaube ich, bis zum Ende auf Fett, ey. Das ist ein Bot, glaube ich, von der Strecke, oder? Ah, ich bin's nicht. Kann ein Bot sein. Die Topzeiten sind dann immer noch nicht. 1,21, 1,14 sind wir gefahren. Ne? Qualifying. 1,14 okay. Ist einer gefahren, 1,15 der andere und ich bin 1,16 gefahren. Der Thomas, das waren so unsere Zeiten. Ja, ich bin 1,14 3 gefahren oder so. Ja, und ich 1,14,8 glaube ich. Das stimmt. Das stimmt nicht ganz. Da waren schon ein paar 2,14er Zeiten bei. Ich glaube, Thomas, Daniel hat das auch hinbekommen. Nice. Aber Max ist so leise bei mir, ich verstehe kaum ein Wort von dem. Ich verstehe das eigentlich ganz gut. Daniel! Ja, so ist einer nehmen. Ich hab nicht ganz normale Lautstärke. Oh Leute, ihr zackt alle hier. Scheiß Bots. Erstmal wieder laut, erstmal ihr zackt alle hier, Bitches. Ja, ey. Da fahren die da zu dritt, ne? Und halten dann auch medial die Nase, um mich vorbeizulassen, ne? Ciao. Ciao. Tschüss. Ah, der Flix. Warte, wir hatten eine gelbe Flagge. Grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Ja, jetzt kannst du echt so fahren, als wäre sie trocken. Also jetzt ist. Jetzt ist er auch mal wieder. Fahrer hinter mir. Boah, 10 Sekunden? Das ist so viel verloren in der Box. Ey, meine Nase muss ich auch neu machen. Hattest du die kaputt? Nee, ich hab die einfach neu gemacht. Nein. Natürlich hätte ich die kaputt. Ja, aber wo dann? Wo dran denn? Ja, als ich den Ausflug da einmal gemacht habe, nach links raus, der letzte, wo du mich überholt hast. Ach so, Noob, Welcher Kackbrun, Alter. Nein, so soll die Betonung eigentlich nicht sein. Was hat der denn die ganze Zeit mit Box, Alter? Als ob ich jetzt einfach reinfahre. Ich habe gerade auch die ganze Zeit diesen blauen Weg zur Box, obwohl ich den Reifen genau gewechselt habe, als das wollte. Ich hab 4% gerade auf meinen Reifen, als ob ich jetzt reinfahre. Geht's noch, Jeff?
Boah, jetzt habe ich DRS kaputt. Willst du mich verarschen? Das ist natürlich ärgerlich. Ich auch erst zweimal, glaube ich. Boah, Hamilton, dich schieße ich ab, Alter. Inwärtsschnitte? Jo. Fahrer hinter mir. Was bist du eigentlich mittlerweile? Ich? Ja, Daniel. Na, ich bin Fünfter. Denn deins sehe ich ja oben noch. Dritter. Fünfter bist du schon? Ja, schon ist auch komisch gesagt. Hätte bestimmt ja, auch schon so besser vom drauf, 14. Ja. Ja. Ist ganz okay, ich beschwere mich nicht. Ich gehe jetzt voll Risiko. Wie viel Abstand hast du eigentlich auf Thomas? Auch ein bisschen, ne? 20 Sekunden oder so. Gerade in der Box? Ja, ich hole mir jetzt nochmal lieber. Deswegen voll Risiko. Meinst du, du kommst jetzt bis zum Ende mit Lila? Ja, das traue ich ihm zu. Ja, ich bin Lila hier noch nie richtig gefahren. Hamilton, jetzt verpiss dich. Ey, der Bottas mich fast abgeräumt. Das ist schlecht. Hätte ich gefallen. Das wäre ganz schlecht gewesen. Oh, jetzt hängt mir der Schwarzfuß voll im Kofferraum, ey. Scheiße gebaut. Fahrer hinter mir? Keine 10,1 Sekunden mehr. Keine? Nein. Was? Aber wie vor mir? Wie viel hab ich denn? Ah! Was wollt ihr alle von mir wissen? Wie viele Sekunden hab ich denn auf dich mal? Hä? Wie viele Sekunden hab ich denn auf dich? Weiß ich gerade nicht. Ah, ich hab gerade auf jeden Fall Scheiße gebaut, da in der Schikane in der Stadt hier, da in der Kurve. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 7,5. Was sagt er? 7,5. Ja, 3 Sekunden habe ich da verloren. Holy shit, ey. Warum machst du einen Spot-Stopp? Ne, ich mach keinen mehr. Warum? Ja, vermutet also, er. Ja. Ich lasse mir auch die ganze Zeit nicht so reinfahren. Ich selbst in der letzten Runde sagen die dir noch von wegen, dass die noch mal Boxenstopp machen werden. Jo. Also solche Vermutungen kannst du auf Scheiß. Nope. Hier, Kanada. Yes.
Boah, Christian, du kommst aber gut weg da, holy fuck. Ja. Die Lilanen machen sich echt bezahlt, scheinbar. Ja, schlecht mit Gelb. Komm ich mit Gelb wohl nicht mehr ran. Du hast für den Vorfall vorhin eine ja, die ziehen ganz gut. Thomas, wie viel Abstand hast du noch auf den? Einiges, ne? Auf wen? Dann eben einmal ja, rumfahren. Vor mir. Wenn ihr fertig habt. Ja, ja. Gegen die Tür von dem Ufer über das Auto. Du hast Motorrad heben. So gleich. Ja, jo. Guck mal, das ist nett, weißt du, er fragt und du gleich, wenn du fertig bist, halt. Ja, so habe ich die auch erzogen. So läuft es hier immer. Also, wie viele Sekunden habe ich denn auf dich? 31. Oh. Letzte Runde waren sogar nur 32. Oh. Oh Gott. Also bräuchtest du jetzt noch 30 Runden, um mich einzuholen? Ja, so viel. Aber 30 auch. Runden kann er ja gar nicht damit fahren, also geht das nicht ganz auf. Also, 30 Runden halten auch Lila, selbst wenn wir so ein langes Rennen hätten. Davon mal abgesehen. Am schlimmsten habe ich jetzt 19%. Lol, da musst du ja noch aufpassen, dass du so aufschaffst damit. Weil du bist jetzt weiter gefahren. Ich glaube, am schlimmsten 21. Ich auch. Am schlimmsten habe ich 14. Alles klar. Ich bin aber auch gerade am Pacen wie so ein Bekloppter. Ja, ich war auch fett. ich fahr mega langsam hier vorne. Ich nicht. Ich fahr mit einer Hand am Sack, ey. Aber das muss man auch. Ja, beim Motorradfahren vielleicht, aber nicht beim Formel 1, ey. Ja, hast du denn noch Bock? Ja, können wir mal machen. Nice. Auch wenn es gleich schon dunkel ist. Ja, ist doch scheißegal. Einfach ein bisschen durch die City. Ja, genau. Weil Land hast du in der Rossberg so weggehauen. Land habe ich nicht mehr so viel Bock wegen Rehen und so, ne? Rehe. Also ich weiß nicht. Ich auch nicht. Okay. Ja, da hang halt in der ersten Kurve, aber Wiese. Also ich habe schon ewig keinen KI mehr direkt vor oder hinter mir gehabt. Ich habe gerade gedreht. Der hat wieder richtig Schwierigkeiten mit Platz zu machen, der Wichser. Button ist einfach inkompetent. Ja, inkompetent, keine Frage. Da habe ich jetzt locker, da habe ich jetzt locker Zeit von noch bei dem. Oh, das war nicht gut. Oder ja. Also ich weiß nicht. Blech. Okay. Ja, da hang halt in der ersten Kurve, aber Wiese. Also ich hab schon ewig keinen KI mehr direkt vor oder hinter mir gehabt. Ich hab grad Button. Der hat wieder richtig Schwierigkeiten gehabt. Der Wichser. Button ist einfach inkompetent. Ja. Inkompetent. Keine Frage. Da hab ich jetzt locker. Da hab ich jetzt locker Zeit von. Fahrer vor mir. 29,5, er schrumpft Thomas. Ah, wir sind aber jetzt wieder ein oder zwei Runden gefahren, seitdem wir das letzte Mal gefahren sind. Oh Gott! Thomas, mach dir Sorgen, ey! Nö. Nein. Wer ist denn da letzter von uns gesehen? Du. Nee, hinter mir ist noch einer, ich bin Achter. Das ist Marc schon wieder. Ich bin das schon wieder, ich bin der Erste. Lol. Ich hab gerade 12 überrundet. Die Strecke ist ja cool jetzt. Die hast du halt schon mal. Ja, du bist auch schnell. Meine beste Zeit ist 1,18. Bin ich eine Sekunde schneller als du. Alter, ich hab eine Sekunde verloren, weil Bad mich nicht vorbei hat. Eine. Das ist ziemlich geil. Du bist doch 5,5 Sekunden weg, da, ne? Ja. Was? Was denn noch? Aufgeholt. Hast du aufgeholt, Daniel, oder was? Da komme ich nicht mehr ran. 5 Sekunden? Ja, fährt lila, ich fahr gelb. Ich weiß aber nicht, ob er mit lila durchkommt. Das vermute ich jetzt einfach mal, weil sonst würde meine Rechnung jetzt durcheinander kommen. Wie viel Prozent hast du denn, Christian? Taktisch Mittel werde ich das jetzt nicht sagen. Ich komm nicht mit durch. maybe.
Das geht voll auf die Hinterreifen, was denn? Ja, fährst du eigentlich die ganze Zeit auf Fett? Nein. So viel Sprit hatte ich nicht. Aber bist du extra ohne gefahren, also weniger gefahren? Was? Bist du extra mit weniger gefahren oder was? Nee, ich hatte einfach nicht so viel. Nach dem Regen. Ich hatte jetzt plus 2 Runden oder so. Die waren dann jetzt weg irgendwann. Ja, also plus 3 oder 3,5. Nicht auf Mager gefahren im Regen? Nö. Ganz Standard gefahren. Ich bin da auf Mager gefahren. Das ist eigentlich immer ganz gut. Dann rutscht auch nicht so doll weg. Dann kannst du mal ein bisschen mehr aufs Gas gehen. Ja. Da ist dann weniger Beschleunigung. Deswegen bin ich auch so reingekommen immer. Ja, ja. Aber im Endeffekt hat es ja nicht viel gemacht. Weil ich immer Abflüge gemacht habe. Das stimmt. Ja. Sonst wärst du ja wahrscheinlich auch vorne. Aber wobei, der Boxenstopp, den hätte ich ja trotzdem gemacht. Ja. Aber sind nicht. Kommst du, glaube ich, gerade ganz gut ran, ey. Okay. Oh Mann, ey, die Zeiten werden auch kacke angezeigt hier, ey. Einmal kurz vor der Schikane, ey. Also vor dem, ne? Und einmal kurz nach dem Startboost, wo du eigentlich auch direkt wieder bremsen musst. Und das erste Mal weiß ich gar nicht, wie das angezeigt wird. Fahrer hinter mir. Und wie fahren wir? 8 Minuten. Also hält sich wohl. Fährst du denn fett? Nee, ich fahr grad Standard. Na, oh ja, das ist ein richtiger Spacken. Ich bin vorhin die ganze Zeit auf Fett gefahren. Ich fahr schon ziemlich lange auf Standard. Irgendwer steht bei mir in der Tür, ich weiß nicht wer, aber. Ich geh da gerade nicht hin. Was gibt's? Mecken, warum? Wie? Was? Der blutet. Oh, ach nein. Oh, das hat ziemlich gut angehört. Ja, das ist natürlich schlecht. Allein. Dann räum ich jetzt ab. Da kann ich ja gerade wenig machen. Ich bin kein Arzt, kein Tierarzt. Der Hund auch noch so blöd gewesen, ist die Treppe runtergefallen, ey. Oh, da hat er ganz schön scheiß Stuff erwischt. Ja, ich glaube auch, ey. Vielleicht weil er nass war. Hoffentlich ist das eine gute Idee, ey. Als Achter in die Box zu fahren, um sich jetzt Lila zu holen. Nur damit ich dem Ersten nicht im Weg stehe. Oh Gott, ich muss 3 Sekunden auf Hamilton rausfahren. LOL! Ich hab gesagt, ich will Lila haben. Und jetzt haben die mir Heavy-Wet-Reifen drauf gemacht. Was ist das für eine dreckige Box? Richtig geil. Yo, Black Dritter, Heavy Black. Da steht Ultrasoft und da macht mir weh drauf. Ja, geil. Also falsche gegriffen. Also die richtig weggeräumt. Ja, nimm mal ein R hier. Oh fuck. Sind die von vorhin. Richtig geil. Ey, da willst du mehr oder weniger Risiko fahren, fährst als 8 in der Box, während Vettel direkt dahinter ihm ist. Und nur damit man dem Ersten nicht im Weg steht. Jetzt stehst du ja nicht im Weg. Na, richtig behindert. Nice, nochmal 3 Sekunden. Fahrer hinter mir. Ich bin das. Ich hab keine Panik über meine Strafe. Wer wäre dann? Das ist so ein dummer Spast, oder ich versuche jetzt abzuräumen. Also hat er schon die blaue Flagge und lässt den Teamkameraden nicht vorbei. Das ist sowieso schon. Zwei Zehntel komme ich jede Runde ran, Marc. Nee. Wie nee? Natürlich. Hä? Nee, kommst du nicht. Hä? Aber wir sind jetzt bei 7,5. Liegt vielleicht daran, dass mein Motor im Arsch ist. Well, well, what? Wie hast du das gemacht? Der ist schon schlecht. Weiß ich auch nicht. Reifen beim Gas geben. Wart ist ein Flunkenberg. Fahrer hinter mir. Der behindert? Aber 7,5 habe ich im Motor. Ja, vorhin war es auch 8. Nee, vorhin war es auch noch 7,5. Hä, du hast doch 8 gesagt. Ja, vor wie viel Rund war das? Vor 4 oder? Nee, ich dachte, das wäre vor 2 ausgewiesen.
Alter, das habe ich 4 Runden. Ich habe eh Strafen, davon mal abgesehen. Ich habe auch eine. Ich habe 2 gekriegt im Regen. 2, 3 Sekunden oder was? Ja. Ich habe 1, 3 Sekunden. Naja, ich habe 2 leider. Aber ich dachte schon, ey. Ich dachte, ich muss noch 3 Sekunden vorausfahren. Nee, nee. Okay, dann ist das Ganze ein bisschen entspannter. Na komm, nehmen wir mal den Druck hier raus, die letzten Runden. Ja, danke, ey. Nicht, dass ich mich nur abschieße hier. Ja, auch ganz angenehm. Daniel, was geht so bei dir? Ich bin 4. Muss versuchen, noch eine Sekunde auf Hamilton rauszufahren, damit der mich durch die Strafe nicht neckt. Oh. Das ist stressig mit Gelb. Was geht hat der? Sogar Hamilton fährt auch Gelb. Achso, ja, dann. Also ist gar nicht so wild. Funktioniert auch erstaunlich gut. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit liegen lassen. Ja, danke Massa, das war's dann scheinbar auch wieder. Hast du wieder verloren jetzt? Ja, ich hab verloren, der Frontflügel ist kaputt, so das Übliche, ne? Ach so. Ja, die fahren ja echt scheiße, die Kurze. Ja, die fahren richtig scheiße. Aber mir ging's noch, ey. Ja, mit blauer Flagge geht das, aber wenn du die halt normal überholst, ja, hier, dann machen die überhaupt keinen Problem. Ja, ich hatte blaue Flagge. Ich wollte gerade sagen, dann überrundet die doch alle. So, ja gut. Manchmal hatte ich, wurde ja auch schon gerade fast. Rosberg, ne? Bleibt da jetzt. Jetzt schon wieder, ne? Wo wir gerade drüber reden. Die fahren halt manchmal Idealspur und manchmal nicht. Hier fahren sie häufig Idealspur. Ja, das stimmt. Manche machen die Platz, manche nicht, das stimmt. Also die bremsen dann halt ein bisschen ab, aber halt auf Idealspur, das bringt dann halt auch recht wenig. Jetzt hast du 13. Fahrer hinter mir. Oh Gott, Hamilton ist noch 3 Sekunden weg. Scheiße. Jesus, kannst du ein bisschen schneller fahren? Wieso? Ich bin direkt hinter dir. Ist das mein Problem? Ich meine, du bist 3. Wenn ich dich überhole und du dabei rausfliegst, bist du aber schuld. Wenn du mich überholst und du dabei rausfliegst, bist du schuld. Ich hab nichts zu verlieren. Ich war 8. bin jetzt 16. Weil die mir ja Regreifen draufgeballert haben anstatt Untersaft. Also versuchen mitzuhalten. Massa Verstappen, Alter. Danke, Jeff, dass du jetzt nochmal eine Wette für uns machst. Das ist echt klasse. Aber wichtig. Ja. Dass ich gleich noch meine Box fahre, oder? Alter. Es ist wichtig, dass du das machst. Alter, Mark. Also, ich habe jetzt 42% auf meinen Hinterreifen, am schlimmsten. Ich auch. Ja. Das ist ja gar nicht so blöd, ne? Naja, du warst halt eine Runde später draußen, ne? Ja. Oder 2, je nachdem, wie du es halt sich hinrichtest. Ich dachte, ich wäre schlimmer. Eine Runde später als Daniel, eine Runde später als ich. Der Fahrer vor mir hat kein Benzin mehr? Der labert Scheiße, Alter. Ich bin genau im Nullbereich. Alter! Der leuchtet bei mir im Auto. Ich hab plus 0,11. Ich stresse ihn nur. Nee, du hast kein Benzin mehr, hat er gesagt. Ja, ich hab gar kein Benzin mehr. Ja, Gutierrez wollte mir nicht vorbei. Lass ich nämlich in der Schikane gegen die Wand gehauen. Nase ist weg. Ich bin links. Ärgerlich. Ich fahr zu Sicherheit jetzt nochmal schnell auf Mager. Boah, ich muss hier jede Hundertstel auf Hamilton rausholen, Alter. Holy fuck, ich hab richtig Schiss, dass der jetzt noch reinkommt, ey. Ich hab Schiss, dass ich einen Platten kriege. Na, das wäre natürlich auch witzig. Ich hab Schiss, dass ich mir jetzt abschieße. Total. Wobei, und es ist gerade freihändig, ich konnte es mal freihändig. Oh. Jawohl. Mein erster Saison, meine erste. Ein Doppelsieg für Sauber. Ja. Black, kannst du Hamilton weghauen? Wieder weggefahren. Nice. Ich halte ihn auch für dich. Danke. Ja, der hat mich schon gegen die Wand gehauen. Alles klar, ich hab Platten. Boah, das sind 25 Punkte, die ich jetzt auf Dennis hab, ey. Ja, gut. Nice, nice. Chef. Alter, Hamilton. Ja, Alonso hat sich an mir selber kaputt gemacht und ich hab einen Platten bekommen, dank dem Arsch. Richtig geil. Anstatt er mich einfach überholt, will er durch mich durch.
Hamilton habe ich übrigens auch ein bisschen aufgehalten, ne? Danke. Hat doch noch geklappt. Wie viel Prozent hat's am Ende? 76. Da hast du Benzin leer. Nein, nicht mehr! Boah. Ah, das hat nicht ganz gereicht, scheiße. Wäre ich auf Gelb gefahren, wäre ich Daniel nicht so... Da hätte ich Daniel nicht hinter mir halten können. Der Black hat einen Plan. Ja, und kein Frontflügel. Kein Frontflügel. Oder 25. Christian. Du hättest halt 25 Sekunden mehr, ne? Weil du halt keine Boxen nee. Hast. Also doch, ja, hätte ich, aber... Ja, die Frage, ob du ich hab, ich hab konstant verloren. Und ich hatte einen leicht umgeschlagenen Frontflügel. Ja, aber wie gesagt, du hättest halt 25 das ist halt ätzend, weil Massa mich da weggedrängt hat, dann konnte ich nicht abbiegen. Sonst wäre das auch safe gewesen. Aber gut. Okay, ihr habt alle Strafen. Du bist der Vierter, Daniel. Ja, besonders. Ah, ja. Ja, Herr Rövers, easy Vierter wegen Hamilton. Boah, guck mal, wie wenig das ist! Ja, das was? Ist richtig close. 300stel hast du es gepackt, holy ey. Shit. Das hätte kein Meter eher aufhören sollen, dein Benzin. Da wärst du Fünfter geworden. Alter Vater, ey. Aber der Klo hat ja auch durch mich da ein bisschen aufgehalten, ne? Ja, danke dafür. Also eigentlich durch Guterres. Wenn der mich nicht Wahnsinn. Gegen die Wand gehauen hätte... Dani, willst du einen Abmord machen? Was? Willst du einen Abmord machen? Ja, Leute, das war das geilste Kanada-Rennen im Regen, das es jemals auf YouTube gegeben hat. Und damit, ja, verabschiede ich mich jetzt in diesen schönen Abend. Viel Spaß noch. Tschüss! Tschüss!